Kann es eigentlich sein, dass mein ungeimpftes Kind demnächst nicht am Vereinssport teilnehmen kann? Dass der Verein quasi auch Ungeimpfte ausschließt? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und werde zurzeit natürlich mit ganz, ganz vielen Fragen bombardiert. Denn die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, die hat ja ihre Empfehlung geändert und empfiehlt jetzt die Corona-Impfung ja für alle über 12 und damit natürlich auch für die Kids. Ja, und viele Eltern sagen, also vielleicht ich selber bin geimpft, aber jetzt mein Kind mit 12 schon impfen, bin ich nicht so für. Machen sich aber gerade deshalb auch natürlich Sorgen, dass das Kind dann möglicherweise Nachteile hat. Also zum Beispiel im Sportverein nicht mehr am Sport teilnehmen kann. Draußen wahrscheinlich weniger problematisch, aber in der Halle, da denken jetzt schon viele, oh Gott, ne, da wird dann jetzt mein Kind ausgeschlossen, selbst vom Verein, ne, was sozusagen Restaurants können, das kann der Verein ja schon lange. Ganz so leicht ist es nicht. Denn tatsächlich kann man so eine kleine Entwarnung geben. Der Restaurantbesitzer, der kann tatsächlich sagen, ist mein Restaurant, ich entscheide, was hier Sache ist, ich schließe einfach jeden, der nicht geimpft ist, aus. Ganz so einfach ist es für Vereine nicht, denn ja im Prinzip, wer ist der Verein? Der Verein seid ihr, alle zusammen. Und tatsächlich gebt ihr euch als Verein auch in aller Regel eine Satzung und da regelt ihr zum Beispiel sowas Nettes wie, jeder kann im Verein die Halle benutzen. Ne? Und wenn das da drin steht, dann steht da eben genau das. Da steht da eben, alle können die Halle benutzen und nicht nur die Geimpften können die Halle benutzen. Also sprich, für Vereine kann es sich aus der Satzung schon ergeben, dass das sozusagen wirklich für alle dasselbe gilt. Kleiner Wehmutstropfen ist natürlich, dass man so eine Vereinssatzung auch ändern kann. Ja, aber auch da, wieder in der Satzung, ist häufig auch geregelt, welche Mehrheiten man dafür braucht. Und da müssen ja sozusagen die Ungeimpften mitstimmen. Und wenn die und deren Eltern und vielleicht noch andere eben dagegen stimmen, dann findet man vielleicht auch keine entsprechende Mehrheit. Also sprich, für Vereine ist es gar nicht so leicht, Ungeimpfte auszuschließen. Und damit für die Kids, die geimpft sind, zurzeit in vielen Vereinen sicherlich noch alles gut. Wenn sich da was tut, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Deshalb abonniert den Kanal und guckt fleißig unsere Videos. Ich hoffe, wir sehen uns direkt im nächsten.